Alter Zombie rasen näher, Mann, oh Mann. Ich könnte dich in kleine Stücke schneiden, langsam, du sollst dabei auch richtig leiden. Ich könnte dich so richtig töten. Mit dem Golf würde ich gerne dein Gehirn rauslöten. Bei vollem Bewusstsein zerleg ich dein Brustbein und Speichel im Mundwinkel. Hör ich dich schreien, denn ich will dir gerne Streichhölzer und dir die Nägel schreiben. Stumm versteht sich, mir lange Spitzen geht's nicht. Macht doch keinen Spaß, wird doch keiner vom Blatt. Ich bin krank, so krank. Richtig, richtig krank. Auch das ist nicht schlimm, denn ich hab noch ein frisches Hirn im Kühlschrank. Blut im Ausschank, probier meine Zaubertranke. ADOZ ist da, ich hab so viele Horrorfilme, darauf komm ich nicht mehr klar. ZOMBIES. So krank, richtig, richtig krank. 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 Ich bin krank, verrückt und du musst es sein. Du strong am Mikrofon, brauchen den Nahenschein. Wir sind bescheuert, total daneben. Unser Geist spielt verrückt, denn nicht mehr ganz im Leben. Unser Leben gilt nur einer Definition. Überfüllte Krankenhäuser, aka Silonation. Nur gestörte, geisteskranke, auf Reach genommen, blieben mir Leben, die Realität ist verrückt. Wow, jetzt mach ich weiter, der lange ist verrückt. Mein Geist und Gehirn bei dem Unfall verunglückt. Glück für mich, ist eh alles scheiße. War mein eigenes Ziel auf meine gewesen Art und Weise. Bin ich geistig verkrüppelt, zurückgeblieben. Unzurechnungsfähig, ich hab so weit getrieben. Aber die Bombe ist endlich detoniert. Schade für dich, nun bist du infiziert. Jetzt bist du krank, genau wie wir. Keine Medizin, denn die Seuche ist in dir. Mir egal, ich komm damit klar. Ich hoffe, du hast, denn die Krankheit ist furchtbar. Es geht so weit, dass man schreit, sich fehl. Fieber hat und eine Geschichte erzählt. Ich bin krank, so krank. Richtig, richtig krank. Ich bin krank, so krank. Richtig, richtig krank. Richtig, richtig krank. Okay, da war ich in Erdeke, musste pinkeln, da bin ich mit Rocke in einem Waldstück gefahren, Richtung Müllkippehof. War ein alter Kollege von mir dabei, der Schäbe. Das ist keine Lüge, das ist eine wahre Geschichte. Auf jeden Fall, ich steig aus dem Bananen-Caddy, den Rocke damals noch hatte. Und geh so pinkeln, auf einmal sehe ich, guck ich so nach rechts, da guckt mich so ein Typ an. So ein Opa mit einer Hake, mit einer Gießkanne in der Hand. Alter, er guckt mich an und ich so, ey, was ist los? Und er so, kommt die ganze Zeit auf mich zugelaufen. Ey, das ist kein Scherz. Schäbe und ich springen ins Auto. Schäbe und ich springen ins Auto. Rocke kriegt den Wagen nicht an, wie in so einem schlechten Horrorfilm. Auf einmal geht der Wagen an, Alter, die Scheiben total geschlagen. Er macht den Wagen an, fährt so in den Waldstück. Auf einmal steht ein Typ auf der Straße, Alter. Rocke quietschende Reifen, bremst. Und dann der Typ kommt so an unser Fenster. Er so, rechts oder links, einer muss dran glauben. Schnack, geht so ein Schnackmesser hoch, Alter, wir so, ah. Rocke so, ja, am liebsten kein, weil Rocke dachte, der meint Schäbe oder mich, weil wir beide hinten saßen. Er so, rechts oder links, einen muss ich dir aufschlitzen. Und dabei meinte der Typ die Autoreifen, ne? Auf einmal kam so von hinten eine Frau und ein Kind, das war wohl seine Frau und sein Kind irgendwie. Er, das Schnackmesser so weg, Frau und Kind gehen so an unser Auto vorbei, er so wieder, zack. Schnackmesser wieder raus, dumm, ein muss ich dir aufschließen, rechts oder links? Er hat Rocke dann die Karre angemacht, Gas gegeben und dann waren wir weg.